Stimmen Sie das Schicksal. Warte, wo habe ich die denn befreit? Das könnte sein, dass das jetzt noch einen Unterschied hat. Wo habe ich die befreit? Da unten beim... beim Tempel. Da habe ich sie alle rausgelassen. Dann muss ich jetzt, nachdem ich die Schäfin getötet habe... So. Da muss man den Schergen zwischendurch auch ein bisschen Spaß gönnen. So. Und wir haben alle 40 wieder. Ich teleportiere mich trotzdem da gerade mal hin. Dann muss ich nicht so viel mit euch laufen hier. Gebirgspass. Und dann müsste das ja eigentlich gleich hier sein. Da vorne habe ich sie rausgeholt. Wo seid ihr denn hingegangen? Wo habt ihr euch wohl hingeschickt? Also wenn ich sie da vorne befreit habe. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bis zur Glocke da gelaufen sind. Dass das für die nochmal irgendeinen Wert hatte. Ja, komm, gib mir gerade die Lebensenergie. Oh, und Gold. Gold dürft ihr mir auch immer bringen. Baustelle für den Tempel. Wo entscheide ich jetzt über das Schicksal der Elfen? Oder war das hier drinne? Ich habe die doch zwischendurch einmal alle freigelassen. Ah, da wäre es glaube ich aber gerade klüger gewesen, ich wäre in die andere Richtung gelaufen. Ich meine, das war relativ nah am Anfang. Na egal. Räume ich das Feld mal von hinten auf. Sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt kann ich da oben auch gerade sehen. Oh. Ich stell die mal hier hin. Da oben müssten auch noch Zwerge sein. Nee. Keine Zwerge. Oh komm, jetzt sagt mir nicht, dass ihr daran scheitert. Liegt da hinten jetzt noch was? Das muss ich mir jetzt gerade nochmal angucken. Ich glaube nicht, dass da noch was liegt, aber da oben ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Und gegen den kann ich jetzt gerade mal ausprobieren. Meine Waffe regeneriert. Ey, der dritte Hit macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Das ist, ja, das kann ich bestätigen. Lifesteal scheint es nicht zu sein. Scheint mehr so Lebensreck über Zeit zu sein. Und dessen noch ein ziemlich schwacher. Kann ich jetzt irgendwo nachgucken, wie viel Leben ich gerade genau habe? Nee. Ich frage mich natürlich immer, ob diese Rüstung dann im Kampf sinnvoll wäre.
Für ein Gebiet auf jeden Fall. Da kann ich langfristig Leben recken. Also 100 reinstecken ist ein bisschen wenig. Aber ich konnte auch gerade bei der schon 475 reinstecken. Bei der waren es 475. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich eben nicht gesehen habe? Nee, das scheint wirklich nichts zu sein. Wenn ich nur 100 da reinstecke, dann regeneriere ich so viel wie jetzt gerade. Das ist zu wenig. Das ist natürlich die Frage. Je mehr ich da reinstecke, desto weniger kriege ich in Rüstung. Ich glaube, in prinzipiell mehr Leben werde ich auf gar keinen Fall investieren. Mehr Mana auf keinen Fall. Und was haben wir noch? Ja, eben Regeneration, ne? Ich glaube bald, ich mach's 50-50. Klingt an sich ganz fair. Oh, Harpunier. Das ist natürlich cool, dass ich die jetzt one hätte. So, hier ungefähr sind die Zwerge, sind die Elfen hingelaufen. Hierhin sind die gelaufen. Hier scheint aber nichts zu sein. Das war dann wahrscheinlich nicht gemeint mit Entscheide das über das Schicksal der Elfen. Dann bin ich gleich wieder einmal komplett durch und bin trotzdem nicht schlauer. Was? Okay. Das tut mir jetzt leid, dass mir da gerade der Kommentar versagt ist, aber... Da war ich jetzt gerade wirklich ein bisschen unter Anspannung. Bin ich immer noch. Ist wohl, glaube ich, keine Frage, wieso. Sind, glaube ich, nur 6 Braune, die im Endeffekt gestorben sind. Aber das ist schon so ein Oha-Moment. Ja. Das wird hier aber trotzdem weiterhin nur diese Sackgasse sein. Ja. Danke für das Leben. Ich habe dringend nötig gehabt. Okay, aber wo soll ich jetzt über das Schicksal der Elfen entscheiden? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Das müsst ihr mir nochmal erklären. Da ist nichts. Und ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Anfang. Sind wir auch gleich schon wieder am Anfang.
Jetzt ist das hier wie so ein kleines Kinderparadies. Wo die, jetzt wo die Cannonballs nicht mehr da sind. Das war die Stelle, wo die einmal vorgestellt wurden, nachdem sie schon aufgetaucht sind. Yay. Freudige Begegnung. Gehen jetzt ab. Da oben seid ihr am Kämpfen. Was ist doch. Haben wir gerade schon irgendwo die Kampfgeräusche gehört? Was war denn der Kack jetzt? Wieso war der noch da? Muss ich wahrscheinlich das Gebiet auf diesem Wege hier verlassen? Wo sind die hin? Die werden ja auch nicht in die Brauerei gegangen sein. Der werde ich jetzt wirklich nicht drauf schlau. Habe ich das mit der Glocke jetzt schon ausprobiert? Ob die zu der Glocke gegangen sind? Erstmal Schäfchen. Wir können hier keine Schäfchen dulden. So. Schäfchen, saufen, fertig. Was soll diese Glocke da oben? Was hat sie für einen Sinn? So, diesmal machen wir die da unten direkt fertig. Die Glocke scheint hier wirklich keinen Sinn zu haben. Ich glaube, ich laufe jetzt schon einen ganzen Part nur im Kreis. Einfach weil ich darauf warte, dass irgendwie sich eine Möglichkeit zeigt, wie entweder ich die roborische Wüste öffne oder die Dings. Die Brücke sich öffnet. Oder ich irgendwie in die Festung reinkomme, um selbst die Brücke zu öffnen. Wie zur Hölle geht das? Arcanium-Bergwerk war ich schon. Nee. Nee, also ich werde da echt nicht drauf schlau. Ich würde mal sagen, ich werde mich da im Internet... Die können es ja auch nicht sein, oder? Hm. Warte mal. Feuerball, so, so. Fuß, Verwirrung, das. Bin ich die jetzt unter Joche? Versteh's nicht. Ich verstehe einfach gar nichts. Okay, ich werde mich da mal im guten alten Internet drüber schlau machen, während ihr auf den nächsten Part klickt. Ciao!